Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video in der Maemo Games Serie. Ich bin CJK von meetmigo.org und in diesem Video geht es um Sims 3. Wie Sims 3? Gibt es das etwa fürs N900? Ja, gibt es. Zwar nicht direkt fürs N900 programmiert, aber das ist in diesem Fall total egal. Das funktioniert dadurch, dass es das für den Palm Pre gibt und wie manche wissen, läuft der Palm Pre auch mit einem Linux, das dem Maemo, also dem Betriebssystem, was auf dem N900 ist, sehr, sehr ähnlich ist. Und die meisten wissen auch, dass der Palm Pre eine sehr ähnliche Hardware zu dem N900 hat. Somit läuft es mit einer kleinen Modifikation auch auf dem N900. Zu dem Spiel an sich muss ich nicht viel sagen, da gibt es genug Reviews zu. Das ist die ganz normale Palm Pre Version. Das Interessante ist, dass das extrem gut läuft und sogar die Grafiken oftmals in der Auflösung vom N900 angezeigt werden und nicht in der geringeren Auflösung wie des Palm Pres, der nur 320x480 hat. Das ist in etwa so viel hier, wie ich gerade anzeige. Ja, das läuft wie gesagt sehr, sehr gut. Es läuft nativ, da wird nicht viel emuliert. Und es läuft wirklich absolut flüssig und ohne Probleme. Das Einzige, was nicht funktioniert, sind Multitouch-Gesten. Also zum Beispiel kann man jetzt nicht sich mit der Kamera um das Haus zum Beispiel rumdrehen. Das funktioniert nicht. Aber sonst, wie ihr sehen könnt, absolut flüssig. Und in einer tollen Auflösung. Ich zoome mal ganz nah ran. Da sieht man keine Pixel. Das Einzige, wo man es dran sehen könnte, wären die Schriften. Die sind in der Auflösung vom Palm Pre. Wie gesagt, zum Spiel muss ich nicht viel sagen. Das läuft absolut flüssig und super. Da es aber nicht für das Maemo-Betriebssystem gemacht wurde, hat man jetzt nicht die Funktion zu pausieren oder das Spiel zu beenden, sondern muss es einfach über Steuerung und Entfernen beenden. Dann kommt man in dieses Dashboard rein und kann dann das Spiel hier schließen. Das dauert manchmal etwas, einen kleinen Moment, aber ist dann schon geschlossen. Ja, das war's dazu. Wie gesagt, die genaue Anleitung steht auf meetmigo.org. Das ist gar nicht so schwer. Es lohnt sich auf jeden Fall. Macht das, ihr werdet eine Menge toller neuer Spiele bekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen, abonniert diesen Kanal, das ist der offizielle meetmigo.org Kanal und schaut mal auf meetmigo.org vorbei. Bis dann!